Name ist Johannes Bender und ich bin Associate Director bei Standard & Poor's, zuständig für Versicherungen. Ich möchte heute mit Ihnen über unsere Sicht auf den deutschen Kraftfahrtversicherungsmarkt sprechen, insbesondere über unsere Sicht auf das Wettbewerbsumfeld und weitere Treiber und Herausforderungen für die Branche. S&P hat zu diesem Thema einen Artikel veröffentlicht im Oktober 2011 und wir möchten Ihnen heute ein Update dazu geben. In 2011 hat die deutsche Kraftfahrtversicherungsindustrie aus unserer Sicht eine Bodenbildung im harten Preiswettbewerb erreicht. Wir glauben allerdings nicht, dass die Preiserhöhungen, die wir in 2011 gesehen haben und die wir für 2012 annehmen, ausreichen werden, um versicherungstechnische Verluste in der Branche verhindern zu können. Wir glauben, dass die Branche weiterhin sehr wettbewerbs- und preisintensiv bleiben wird. In 2011 hat die Branche erstmalig seit 2004 und 2005 die Durchschnittsprämie und die gesamten Beitragsaufkommen wieder leicht steigern können. In 2011 sind die gesamten Prämieneinnahmen in der Branche um 3,5% gestiegen. Für 2012 erwarten wir zudem weitere leichte Anstiege in der Durchschnittsprämie und im gesamten Prämienaufkommen der Branche. Wir glauben allerdings nicht, dass diese Preissteigerungen ausreichen werden, um versicherungstechnische Verluste verhindern zu können. Wir glauben, dass die Combined Ratio in 2012 weiterhin sichtbar über 100% liegen wird. Wir glauben zudem, dass die Preissteigerungen, die wir im kommenden Zyklus annehmen, weit weniger stark ausgeprägt sein werden im Vergleich zu früheren Preisanstiegen vergangener Preiszyklen. Insbesondere nach 2001 haben wir doch deutliche Preisanstiege im deutschen Kraftfahrtversicherungsmarkt beobachten können, insbesondere in der Phase von 2001 bis 2004 und 2005 sind die Preise sichtbar angestiegen. Wir glauben, dass im kommenden Zyklus solche Preisanstiege in dieser Höhe weniger leicht durchzusetzen sind. Wir glauben, dass das Umfeld sich geändert hat und dass Preissteigerungen nicht so leicht durchzusetzen sind wie im vergangenen Zyklus. Dies ist aus unserer Sicht zurückzuführen auf drei wesentliche Faktoren. Erstens, wir glauben, dass die hohe Anzahl der Wettbewerber im deutschen Kraftfahrtversicherungsmarkt rapide Preisanstiege erschweren wird. Zweitens, wir glauben, dass die Preissensitivität der Versicherungsnehmer, der Kunden sich erhöht hat und dass insbesondere die Benutzung des Internet bei Vergleichsportalen oder zum Abschluss von Policen die Preissensitivität der Kunden sichtbar erhöht hat und dass die Kunden weiterhin preissensitiv bleiben werden. Drittens, wir glauben, dass die Fokussierung der Branche auf eine Hauptfälligkeit, also auf ein festes Wechseldatum in der Kraftfahrtversicherung, die Marketing- und Vertriebsaktivitäten der Branche bündelt und somit eine hohe Dynamik erreicht. Wir glauben, dass daher hohe Wettbewerbsintensität in der Branche weiter bleiben wird. Eine weitere Herausforderung, die wir für die Branche sehen, ist die zunehmende Konkurrenz durch Automobilhersteller. Wir beobachten, dass Automobilhersteller ihren Zugang zum Versicherungsnehmer, zum Kunden nutzen und auch die Information, um im deutschen Kraftfahrtversicherungsmarkt mitzumischen und sich zu beteiligen. Wir glauben, dass dies eine wettbewerbsmäßige Herausforderung für die Branche sein wird. Wir glauben zudem, dass eine weitere Herausforderung in der Branche in der Entwicklung der Schadenkostenbelastung liegt und auch liegen wird. In 2010 sind die gesamten Leistungen der Kraftfahrtversicherungsbranche in Deutschland um 3,3% gestiegen. Und auf diesem erhöhten Niveau in 2011 sind die Leistungen nochmals um 1,4% gestiegen. Wir glauben, dass insbesondere Winterschäden die Ursache waren, aber auch eine generelle Schadenkosteninflation eine große Herausforderung für die Branche darstellen wird. Wir glauben daher aufgrund dieser Herausforderung, dass ein aktives Preismanagement und ein aktives Tarifmanagement
wichtige Komponenten für die zukünftige Ertragskraft der deutschen Kraftfahrtversicherer bleiben wird. Insbesondere vor dem Hintergrund sinkender Kapitalmarkterträge und einer geringeren Möglichkeit, um versicherungstechnische Verluste durch Kapitalmarkterträge ausgleichen zu können. Wir glauben auch, dass aktives Schadenmanagement eine wichtige Wettbewerbsrolle weiterhin spielen wird. Wir glauben, dass insbesondere die Kooperation mit Werkstätten eine wichtige Determinante bleiben wird, insbesondere zur ordentlichen Abwicklung und von Schäden und insbesondere zur effektiven Abwicklung von Schäden und auch um guten Service für Kunden und geschädigte Dritte liefern zu können. Damit schließen wir diese Ausgabe von Credit Matters TV. Besten Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.